Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Wir sind auf der Deichhof Abendfrieden. Steht ja auch rechts angeschrieben. So, Leute, was soll ich sagen? Es war einfach wieder mal ein richtig toller Stream mit unserem Late Night Farming. 4,5 Stunden bis 2.30 Uhr in der Morgen früh haben wir hier diese tolle, wunderbare Map gezockt. Und das heißt natürlich, dass wir auch jede Menge abgearbeitet haben. Wir sind im Juni und natürlich bekommt ihr jetzt erstmal ein kleines Update, was wir hier alles geschafft haben. So, ich fahre jetzt hier mit der Spritze raus. Das hat natürlich einen Grund mit der Düngespritze, denn wir müssen unsere Aussaat jetzt noch düngen, die wir hier auf dem Grasfeld ja fabriziert haben. So, da stelle ich mich jetzt mal hierher. Mach mal den Motor aus und dann ganz kurz, ihr wisst ja, hier hatten wir Gras drauf. Das Gras haben wir im letzten Monat geerntet in der ersten Wachstumsstufe, damit wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gras für das Fermentersilo haben. Aber was soll ich sagen, es sind glaube ich 5, 6 oder 7 Wagenladungen geworden. Richtig viel auf jeden Fall für das Silo, sodass wir jede Menge Silage hier noch bekommen. So, und dann habe ich ja gesagt, dann wird das Feld aufbereitet und das heißt natürlich, dass wir es auch gekalkt haben. Und da geht natürlich ein Gruß an den Tim raus, weil den hat es natürlich gefreut. Jo. Ja, und dann habe ich wohl versucht, Fahrgassen zu machen, weil ich hier an der Stelle wollte ich nämlich das Unkraut noch bekämpfen, hier bei unserem Hafer, und habe natürlich total verdödelt, dass wir ja dann auf dem Lindtrag selbstverständlich Pflegebereifung brauchen, weil sonst haben wir Fruchtzerstörung. Also, wie gesagt, das war keine Absicht. Hier sollte wirklich nicht eine Fahrgasse gebildet werden. Hier vorne geht es noch mal ein Stückel weiter. Hier vorne, da haben wir noch ein bisschen mehr zerpflückt. Naja, gut. Also, sei es drum. Jedenfalls haben wir hier schon mal Unkraut entsprechend bearbeitet. Hier muss jetzt noch gedüngt werden. Hier haben wir Soja drauf und auf der anderen Seite da drüben haben wir Sorghumhirse quergelegt. So haben wir also auf diesem schönen, wunderbar großen Feld jetzt 3 Fruchtsorten und den Rest hier, die Ecke, die lassen wir einfach mal Gras sein und schön wachsen. So, das hier, die Sorghumhirse, das brauchen wir dann, um Mehl herzustellen. Und das Thema Mehl werden wir gleich auch angehen. Auf jeden Fall ist dieses Feld jetzt soweit schon bearbeitet. Jetzt muss aber auf jeden Fall noch gedüngt werden. Das fehlt uns noch, denn mit unserer Drille können wir ja nicht düngen. Aber bevor es losgeht, nochmal ganz kurz dann auch hier der Hinweis. Wir werden noch ausprobieren. Habe ich noch nicht gemacht. Werde ich noch ausprobieren, weil ich den Tipp von euch bekommen habe, vielleicht dann doch den Mist hier, die Mistplatte direkt hier an die Wand, direkt an den Stall zu machen. Werde ich noch ausprobieren, habe ich noch nicht. Schauen wir mal und dann sehen wir weiter. Aber wo wir auch weitersehen wollen. Und da gehen jetzt Grüße raus an den Patrick, weil der hat nämlich geschrieben, dass er ein Problem hat. Er spielt ja auch diese Map und bekommt auch die Wollpaletten hier vorne von der Weide, von der Schafweide poppen die Wollpaletten auf, aber er bekommt anscheinend keine Paletten von den Schafen hier aus dem Stall. Also hier sind die Schafe im Stall. Und hier spawnen ja eben dann die entsprechenden Paletten, die Wollpaletten. Und das scheint bei ihm nicht der Fall zu sein. Also wenn da jemand eine Idee hat oder eine Ahnung, jedenfalls im Stream oder jedenfalls im Stream vom Montag, wo ich gefragt habe, nämlich von der Oberschwaben. Auch so ein spezielles Thema mit dem Update vom Yogi. Aber wir haben es hingekriegt. Kein neuer Spielstand. Also wenn ihr sehen wollt, wie man es auch hinkriegen kann, ohne einen neuen Spielstand, die Oberschwaben das Update einzuspielen, dann schaut gerne mal euch den Stream an als Video vom Montag, unser Big Farm Projekt. Okay, also Grüße gehen raus an den Patrick und Grüße gehen natürlich vor allen Dingen nach Freiburg. Morgen Abend DFB-Pokal gegen Hamburg. Wir dürfen gespannt sein. So, und dann gehen wir mal ganz kurz hier an unserer Weide vorbei, denn auch ein weiteres kleines Geheimnis wurde gelüftet und da geht natürlich Grüße raus an den Thomas, denn wenn nicht er, wer sonst wusste es? Ihr erinnert euch, ich habe ja so einen,
für das Stroh zum Auflösen, da steht er da drüben, ich glaube Kuhn, den habe ich ja gekauft und ich habe es nicht geschafft, das Stroh hier einzuwerfen. Ja, kleiner Denkfehler, weil nicht hier, nicht in der Hauptbahn, ihr müsst tatsächlich hier reinfahren und wenn ihr hier reinfahrt, dann könnt ihr das Stroh tatsächlich hier auflösen und Stroh reinmachen. Hier vielen Dank an den Thomas, der natürlich das wieder wusste und mir den Tipp gegeben hat, dass wir hier reinfahren. Ansonsten, apropos fahren, schauen wir mal ganz kurz, denn wir haben was Wunderschönes bei uns auf den Hof reingefahren, nämlich einen John Deere mit einem Cresoni-Schneidwerk, denn überraschenderweise sind wir im Juni mittlerweile doch in der Ernte. Und das heißt, da schauen wir natürlich mal nach oben, wir haben unser Feld hier abgeerntet, da muss ich jetzt noch die Strohballen einsammeln, denn die wollen wir ja wie gesagt auflösen, den Spaß erlauben wir uns. Ich bin aber fast am Überlegen, ob wir nicht den kleineren holen, weil mit dem großen Wagen hier, mit dem großen Kuhn ist es dann doch eine ziemliche Rangiererei, um in den Stall reinzukommen, weil so viel Platz ist halt nun auch nicht. Naja, werden wir sehen. Schauen wir mal. Und hier das Feld wurde natürlich auch abgearbeitet. Das Stroh habe ich ganz normal mit dem Ladewagen ins Silo gemacht, damit wir dann Stroh zum Mischen haben für unsere Tierchen, für unseren Futtermischer. Ansonsten, ihr seht es schon, der Klaas steht bereit, hat bereits das Mähwerk an, denn unser Feld hier drüben ist soweit ready, kann jetzt gemäht werden, volle Wachstumsstufe und hier machen wir Heu, denn Gras haben wir nun wirklich jede Menge und ihr seht es hier, Thema Mehl, es läuft, also wir haben wieder natürlich Getreide in unserer Mühle und hier sammeln sich auch die Eier. Wir haben Getreide in unserer Mühle und das Ganze haben wir natürlich wieder in unsere Brotproduktion, in unsere leckere, denn wir haben ja auch genügend Salat und Tomaten, sodass wir hier wieder in die Produktion einsteigen können, in unser knackiges Mühlenbrot nach Art des Hauses mit Herz und Fettnapf. Warum Fettnapf? Ich weiß es immer noch nicht. Also wenn da mir einer einen Tipp hat, ob das so eine norddeutsche Redensart ist oder so, ich verstehe es nicht ganz. Warum mit Herz und Fettnapf? Naja, klärt mich bitte auf, schreibt es mir in die Kommentare. Also Freunde, das ist so im Großen und Ganzen das, was wir in 4,5 Stunden Stream im Late Night Farming auf der Deichhof gemacht haben. Und da nochmal Grüße an alle, die da mitgemacht haben. War eine ganz, ganz tolle Geschichte, ein super Stream und hat mich sehr gefreut. Also das, da stehen wir jetzt. Das heißt, wir haben Felder abgeerntet, wir haben Felder gedrillt, wir müssen uns darum kümmern. Wir haben Material jede Menge, die Produktionen laufen wieder heiß. Und jetzt geht es hier weiter, denn wir schauen mal, dass wir jetzt hier ein bisschen düngen. Motor an. Ladies and Gentlemen, please start the engine. Wir schauen aber, dass wir jetzt keine Pflegebereifung brauchen. Denn wir sind ja hier in der ersten Wachstumsphase und da sollte noch alles im grünen Bereich sein. I hope so. Yep. So, dann fahren wir von oben runter und da wächst auch schon das Unkraut. Das ist aber erst im nächsten Monat fällig. So, Dille. Ja, das seht ihr es, ne? Da bin ich dann reingefahren, hatte natürlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Überhaupt nicht auf dem Schirm, was Sache ist. So, Dille. Okay, mich noch mal ein bisschen gewendet. Das ist halt schon schön. Und los geht's. Also stoppe mal. Stopp. Ich muss ja erstmal die Hilfen wieder einschalten. Und das übrigens auch. Ich habe auch den Autosave eingeschaltet, weil ich doch jetzt tatsächlich einen Absturz hatte. Ja, wer hätte es gedenkt? So, das schalten wir ein. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ist der Verkehr noch an? Ah, nee, stopp. Fahrzeug. Achso, ich bin im falschen Menü. Verkehr ist an. Wunderbar. Und Fruchtzerstörung ist auch an. So wie es sich kehrt. Ne? So. Automatische Ausbringung passt. Ab die Post. Dann werden wir hier jetzt mal ein bisschen lecker. Tut sich da was? Ah, das ist ja Soja. Soja muss ich, glaube ich, gar nichts machen. Ne? Das können wir uns eigentlich schenken. Stoppe mal. Soja ist eigentlich absolut perfekt. Stimmt, Soja braucht ja nichts. Also wenn ihr mit dem Düngen sparen müsst oder wollt, dann macht Soja drauf. So, ich glaube Gras. Müssen wir Gras was machen? Ja, da müssen wir was machen. Da müssen wir ran. Also, dann lassen wir hier das Ganze mal laufen. So, ein bisschen tut sich da auch was.
Okay. So, Dille, dann fahren wir mal hier lang. Sehr schön. Ja, und die Ecke, wie gesagt, mit Gras ist eigentlich okay. Da können wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen mähen. Und vor allen Dingen können wir da gerade abfahren. Übrigens, damit ihr jetzt keinen Schock kriegt, der John Deere, der Drescher, ist nur gemietet. Der ist nicht gekauft. Den haben wir uns noch nicht gekauft mit dem wunderschönen Cresoni-Schneidwerk 7,60 Meter. Eine wahre Freude, damit übers Feld zu fahren. Nee, der ist nur gemietet. Und wir werden, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ja, nächsten, übernächsten Monat ja auch nochmal in die Ernte gehen. Aber ich habe mir gedacht, gönnen wir uns einfach mal ein bisschen was. Denn wir werden mit Sicherheit mit Wolle und Ähnlichem hier ganz gut Geld verdienen, sodass die Mietkosten definitiv reinkommen. Und es ist ja wie immer, die Miete ist erstmal teuer am Anfang, weil es ja immer so einen Grundmietpreis gibt. Dann gibt es ja einen Tagessatz und einen Stundensatz. Also werden wir jetzt den Tagessatz bezahlen müssen. Das ist so ungefähr, ich weiß es jetzt gar nicht, 3.500. Und da sage ich mal, das ist überschaubar, plus natürlich noch dem Schneidwerk, also vielleicht 4,5. Und dafür haben wir aber das Gerät am Hof und sparen uns, sage ich mal, 300.000. Denn jetzt nochmal das Gerät anmieten, kostet ja dann auch wieder der Grund, die Grundgebühr, und die sparen wir uns jetzt praktisch. So, hervorragend. Das sieht doch gut aus. So, Dille, das sieht doch gut aus. So, und was übrigens auch gut aussieht, hier schicken wir mal den Helfer los. Komm, fahr. Na, immer noch nicht. Jetzt aber, jetzt. Ist natürlich dieses hier. Kleine Werbung muss natürlich sein. So. Ja, Freunde, es gibt wieder Neuigkeiten. Nicht nur, dass es jetzt aus dem Sack ist. Animal Grazing, sondern auch dynamische Weiden wird es wohl geben mit dem LS25. Und was bedeutet das? Ja, das bedeutet nichts anderes, als dass wir im Prinzip hier zum Beispiel auf diesem kleinen Eck Grasfeld, theoretisch, wohlgemerkt theoretisch, das ist alles erstmal ja, Informationen, die man so noch nicht bestätigt gesehen hat, aber die kommen von Giants und sind im Giants Magazine sozusagen veröffentlicht worden, dass man zum Beispiel bei so einer kleinen Graswiese einfach einen Zaun darum zieht. Wobei jetzt die Frage sein wird, ob das jetzt ein spezieller Zaun sein muss, ein Weidezaun. Und dann kann man die Tiere da drauf platzieren und dann werden die das Gras fressen, das auf der Weide ist, bis es abgefressen ist. Und dann muss man sich die Tiere sozusagen wieder einfangen und eben dann zurück in den Stall bringen. Und was auch weitere Informationen heute in 25 Seconds von Giants veröffentlicht, dynamische Bodenbeformung. Bodenverformung, um jetzt genauer zu sein, nennt sich das Ground Deformation. Da gibt es ein kleines Video wieder im Rahmen der 25 Second und da kann man jetzt wunderschön sehen, beim Pflügen zum Beispiel, wie sich das Ganze dann darstellen wird. Also könnt ihr gerne mal reinschauen auf der Webseite vom, auf der YouTube-Seite, sorry, vom Farming Simulator. So, hier sind wir soweit durch. Hervorragend, wunderbar, wunderschön. Ja, da müsste doch jetzt alles im grünen Bereich sein, oder? Wir schauen nochmal. Ah, perfekt. Sie. So, perfekt. Und hier gibt es natürlich Unkraut. Das werden wir, um das werden wir uns dann im nächsten Monat kümmern. Hier natürlich auch. Sehr schön. Ab die Post. Ups. Ab die Post. Zurück zum Hof. Hier sind wir soweit erstmal durch. Schick und schön, würde jetzt vielleicht jemand sagen. So, rechts, ich liebäugle, damit ihr wisst es ja, dieses Maisfeld werden wir uns bald gönnen. Auch ein Grund, warum ich eben den Drescher noch nicht gekauft habe, sondern wir werden uns das Ganze erstmal mieten und dann schauen wir mal am Ende des Jahres, wie sich das Ganze dann entwickelt und verhält. So, dann fahren wir den erstmal wieder hier rein. Ja, obwohl, wir werden die Spritze ja wieder brauchen, aber auf der anderen Seite... Es sieht ja so aus, dass wir noch ein bisschen was zu tun haben. Ein bisschen Hofarbeit werden wir auch wieder machen müssen. Also packen wir erstmal die Spritze weg. So, Dille. Und nicht wieder gegen die Wand dotzen. Hervorragend. Motor aus. Ja, wir brauchen den kleinen Lindtrack natürlich gleich, denn wir müssen ja wieder wenden und schwaden, wenn wir Heu machen wollen. Auf geht's! Zum Glas und dann packen wir uns den, schnappen uns den mit dem wunderschönen Pöttinger Schneidwerk.
Motor an. Ist alles im grünen Bereich. Jo, Wartung, Tank ist voll. Los geht's. Und dann werden wir jetzt ein bisschen Heu machen. Ja, schauen wir noch mal kurz rein in unsere Bestände. Lasst uns mal kurz in die Bestände schauen. Wir sehen, Augenblick, hier haben wir es doch. Hier. So, Weizen. Ja, Gerste müssen wir noch rüberkippen. Noch ein bisschen Gerste, noch ein bisschen Mehl produzieren für unsere Produktion. Milch haben wir 10.000. Auch das können wir schon mal rüberkippen. Wobei ich fast am Überlegen bin, denn so viel Milch werden wir gar nicht mehr verarbeiten, dass wir die Milch dann doch auch mal verkaufen. So, Gras 16.000, Heu 41.000 und Stroh 200. Also da haben wir jede Menge Material. So, ja, zum Düngen haben wir natürlich auch Gülle und Gärreste. Ja, hier werden wir jetzt nicht mehr viel sehen. Oder kommt da noch was? Nein, aber wenn wir jetzt in die Produktion schauen. Ja, hervorragend. Tomatensalat läuft. Wasser ist genügend da. Silageproduktion 129.000 Gras. Also es hat sich wirklich gelohnt, das Feld abzuarbeiten. Ich habe da auch schon ein bisschen siliert. Ihr seht es, es ist genügend Material für die BGA da. So, wir also 40.000 plus 34.000. Also wenn wir jetzt einmal nochmal Heu machen, ich glaube, dann hängt es uns bald zu den Ohren raus. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Material, um über den Winter zu kommen für unsere Tierchen. So, hier haben wir das, Windmühle, die am Arbeiten ist. Hervorragend. So, auch das läuft. Und da schauen wir mal, sobald irgendwas dann oben ausgeht, Tomate oder Salat. Bei Milch mache ich mir gar keinen Kopf mehr. Dann werden wir die Brotproduktion anwerfen. Aber im Prinzip, also primär geht's Brot mit Käse und Salat. Ich sage einfach mal die Sandwiches. Und die BGA läuft und läuft und läuft und läuft. Hervorragend. Alles im grünen Bereich. So schaut's aus. Jo, da drüben sind unsere Mehlpaletten. Hervorragend. So, zack. Ja, lass mich mal ganz kurz. Zack, zack. Nee, hier müssen wir rein. Augenblick, Augenblick. Oh, so. Ja, machen wir doch schnell noch ein nettes Thumbnail. Zack, dankeschön. Dann wieder an. Dann werden wir erstmal vorne ausklappen. Motor an. So, dann hinten ausklappen. Oh, dann machen wir ein bisschen lauter. Oh, hört ihr, wie das Ding anläuft? Fantastisch, fantastisch. So, ein kleines bisschen wieder runter. Wir wollen ja nicht, dass irgendeiner einen Gehörsturz kriegt. Sudele, hervorragend. Ja, wie gesagt, eine wunderbare Geschichte. Unser Late-Night-Farming finde ich toll, dass es auch bei euch so gut ankommt. Von 22 Uhr bis 2.30 Uhr in der Früh. Natürlich muss man dazu sagen, das war der Samstag auf Sonntag, wo ja dann auch die Uhr zurückgestellt wurde. Und ich habe dann auch spaßeshalber gesagt, ja Leute, da können wir bis um 3 Uhr streamen und kommen dann trotzdem um 2 Uhr ins Bett. Ja, ich wusste ja nicht wirklich, dass wir so lange aushalten. Es war aber klasse, toll. Haben viele, viele mitgemacht. Hat mich sehr gefreut, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und es hat mir unheimlichen Spaß gemacht. Late Night Farming hier bei mir auf dem Kanal. Und wir schauen mal, dass wir natürlich dieses Wochenende auch einen Late Night Farming Termin finden. Ich weiß noch nicht genau wann, denn am Donnerstag bzw. am Freitag haben wir hier in Bayern Feiertag. Aber nicht nur in Bayern. Und deswegen bin ich am Donnerstag eingeladen. Da fällt natürlich unser Stream von der Alteiche aus, der Donnerstag-Stream. Und den werde ich höchstwahrscheinlich dann auf den Freitag legen. Und dann hätten wir theoretisch ja Luft für einen nice Late-Night-Farming-Stream am Samstag. Na, also so wäre jetzt im Moment mein Plan. Aber ich will noch nicht zu viel versprechen. Die nächsten zwei Tage könnte vielleicht noch ein bisschen was dazwischen kommen. Aber wie gesagt, so wäre jetzt im Moment mein Plan. Und ich bin auch ein bisschen am Überlegen, ob wir dann den nächsten Late-Night-Stream ja, von einer anderen Map machen.
von einer anderen. Und ich will da gar nicht so viel verraten, aber ihr wisst ja, die Kollegen bereiten sich ja auch schon auf den LS25 vor. Und da könnten wir vielleicht auch was in der Richtung machen. Also nicht unbedingt die Deichhof, sondern eventuell eine andere Map. Ja, die Stammzuhörer und Zuseher, denke ich, die können schon ahnen, was ich meine. Aber lasst euch einfach überraschen. So, wir lassen uns mal überraschen, ob der Helfer hier ordentlich arbeiten kann. Sehr schön. Ja, zwei Vorgewände. So, jetzt machen wir aber mal wieder ein bisschen leiser, weil wir müssen uns den Lindtrag schnappen, denn der wird jetzt für uns ein bisschen wenden. So, zack. Motor an. Wo haben wir eigentlich den Wender? Ah, oben, gell, bei der Mühle. Ja, ich muss mich hier noch ein kleines bisschen sortieren. Ich bin da noch nicht ganz, sortiert. Denn, den schmeißt sie aber ganz schön rum. Irgendwo muss da eine Mordsbodenwelle sein. Der Punkt ist einfach der. Wir haben da ein paar Geräte, die passen hier in keine Halle. Das ist einfach wieder mal so eine Sache. So. Und der Wender, der ist aber da drin, der wunderschöne Glas. Den schnappen wir uns jetzt und dann machen wir Heu. Und das wird dann uns lange, lange reichen, bin ich mir ziemlich sicher. So, Dele, und da kommt schon wieder die nächste Palette. Eieiei, das muss man wegmachen. So, dann fahren wir mal hier ran. Einmal ausklappen, bitte. So, Dele, und los geht's. Dann machen wir auf jeden Fall mal ein Vorgewende und dann warten wir mal kurz ab, wie schnell hier der Kollege arbeitet. Dann können wir nämlich in der Zwischenzeit auf jeden Fall noch 1-2 Mehlpaletten wegbringen. Ups, ja, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Aber die beiden werden sich schon einig. Coole Sache. So, weiter geht's im Konzept. So. Ja, und wie gesagt, wenn jemand eine Idee hat wegen diesen Wollpaletten, die da eben im Stall nicht spawnen. Also mein Tipp wäre im Zweifel an der Geschichte, je nachdem, was es für ein System ist, die Map einfach nochmal deinstallieren, neu installieren. Vielleicht ist es halt einfach irgendein Skript, das nicht so richtig läuft. Übrigens, das habe ich übrigens vergessen, bei der Oberschwabe noch zu sagen. Unbedingt nach einem Update auf jeden Fall nochmal durchstarten. Also ich hatte nämlich ja Probleme, dass plötzlich viele, viele Grasfelder, eigentlich alle, waren plötzlich Traubenfelder. Und es kann vielleicht auch sein, dass es einfach nur deswegen war, weil ich natürlich dann die Playsee mal durchgestartet habe. Und danach hat sich das dann gelegt, das Problem. Dann wurden die Traubenfelder wieder zu Grasfeldern, auf denen zwar kein Gras drauf war, aber es war zumindest Gras angesät. Und man konnte dann wieder damit arbeiten. Also hier kleiner Tipp immer bei solchen Geschichten, auch mit Updates. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt oder nicht so richtig läuft, dann einfach nochmal neu starten. Und das muss ich halt manchmal vielleicht auch erstmal so tun, dass wenn das Update zwar eingespielt ist, aber eben noch nicht richtig so sauber, ich sag mal, aktiviert, sondern eben das ein oder andere Skript erst dann aktiviert wird, wenn man die Map neu startet. Tut ja nicht weh. Also so kleiner Tipp am Rande. Kann helfen, muss nicht helfen. So. Dann holen wir uns noch ein paar Paletten hier der Durchfahrt. Ein bisschen fehlt mir so eine Durchfahrt auf die andere Seite, ne? Damit man da auch ein bisschen, dass man da rumkommt. Ich muss ja mich um die Eierpaletten auch kümmern. Ja, ich weiß nicht, ob man die ins Lager packen. Aber Eier sind halt auch erst ein bisschen später. So, dann holen wir hier nochmal Mehl. Wir müssen immer aufpassen, nicht, dass die Produktionen ins Stocken geraten. So, Dele.
und schnapp ihn dir. So. Ja, der Klaas arbeitet gut. Ja, ja, wisst ihr, man muss immer ein Auge auf die Helfer werfen. Immer mal kurz rüber gucken, ob auch alles im grünen Bereich ist. In der grünen Woche. Ups. Jetzt. Sehr schön. Ah, ich liebe es. Ich liebe es, hier auf dem Hof mit dem Stapelgabler unterwegs zu sein. Ja, solange das halt, ich sage mal, überschaubare Sachen sind, ne, dass man halt immer nur ein paar Paletten hin und her fährt. Und gerade mit dem hier, der ja auch ein bisschen Spauz hat, ne, da kommt ja auch vorwärts, da macht es schon richtig Spaß. Aber wenn da natürlich dann hunderte von Paletten stehen, nee, Freunde, dann müssen wir dann uns doch was anderes einfallen lassen. Aber im Moment ist das ja alles wunderbar überschaubar. Und ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen, denn das soll es erstmal wieder gewesen sein. Denn wir haben schon wieder 25 Minuten gerissen. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns doch hoffentlich in einem der nächsten Folgen oder in den nächsten Streams. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.